Pokémon ist an der Reihe. Karmesin und Purpur. Das ist die Ära, in der wir gerade sind. Und da kam ein neues Display raus, nämlich Obsidian Flammen. Hier gibt es ein ganz, ganz krasses Glurak drin, was wir heute hoffentlich ziehen werden. Wir haben ja schon die ein oder andere Box von Karmesin und Purpur aufgemacht. Und auch wirklich schon einige gute Sachen gezogen. Und das hier ist ein Set, was ich auch unbedingt aufmachen wollte und wo wir heute reinschauen. Das hat natürlich auch Gate to the Games rumgeschickt. Da auch nochmal ganz liebe Grüße und Shoutout an Gate. Ich glaube, ich habe es hier gerade sogar auf der Startseite gesehen, meine ich. 151 fragen auch ganz viele von euch nach. Da gehen wir natürlich auch rein. Magic kommt auch wieder was Neues. Genau, One Piece haben wir gerade aufgemacht. Wenn ihr Interesse habt an Pokémon-Karten, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Sammelkarten, Zubehör, vielleicht sogar Disney Locana, Ausrufezeichen Gate. 5% könnt ihr sparen mit dem Code Treluxe. Für die Leute auf YouTube, die das hier vielleicht sehen, Link ist in der Beschreibung. Und wir machen jetzt auf, hier Obsidian Flammen machen wir gerade auf. Ein komplettes Display. Und das schneiden wir mal rein. Und gucken, ob wir hier vielleicht mehr Glück haben als bei den letzten 8 Boxen One Piece. Denn hier ist dieses optisch aus Glas bestehende Glurak die Karte, die man da rausziehen will. Ich weiß nicht, wie viel die wert ist. Wir haben hier das deutsche Set. Ich habe auch noch ein Display auf Englisch rumgeschickt bekommen, meine ich, von Gate. Das habe ich jetzt nicht hier. Ich dachte mir, wenn wir jetzt hier gerade sind, machen wir das Deutsche auf. Und schauen mal, ob wir da was Schönes rausziehen. Wir machen ja gleich im Anschluss auch noch eine PSA-Submission und PSA-Returns habe ich auch noch. Die April-Returns gucken wir uns nachher auch nochmal an. Und dann machen wir das ja auch immer so, dass eine oder zwei der hoffentlich guten Karten aus diesem Set, was wir heute aufmachen, auch mit in die PSA-Submission reingehen. Und die werden wir dann verlosen, sobald die Returns da sind. Das heißt, heute auch wieder PSA-Returns mit Giveaways für euch. Und da schauen wir jetzt rein und kriegen hoffentlich ein paar schöne Sachen. Und noch ein dickes Turtok wäre auch gut geil. Bis auf das Glurak weiß ich nicht, welche Karten wir hier noch drin haben. Ich wollte mich wieder überraschen lassen und habe mir vorher die Karten nicht angeguckt, wie die aussehen. Oh. Dragoran auch in dem Arzt. Jetzt wisst ihr vielleicht, was ich meine. Das sieht so aus, als wäre das Pokémon aus Glas und als würde es von innen brennen und leuchten. Dragoran gibt es auch? Das wäre lecker. Ein Despotar auch in dem Style. Ich glaube, das sind die 4 Artworks. Bei dem Pokémon müsste er mir helfen. Da weiß ich nicht, wie es heißt. So. Ich habe keine Ahnung, ob Turtok drin vorkommt. Dann wahrscheinlich nicht. Also ich weiß von Glurak. Wie war der Kartentrick? Zwei von hinten nach vorne? Oder war das jetzt nur noch einer? Metagross? Nee, das ist kein Metagross. Eine. Das ist kein Metagross. Metagross würde ich sofort erkennen, das habe ich in Pokémon Go. Eine, okay. Dann schauen wir mal rein, was wir hier haben. Basisenergie. Lavita. Knattertox heißt das. Okay, ist mir auch, glaube ich, in Pokémon Go noch nie begegnet. Iskala. Tentagra. Ich war gerade erstaunt. Ich dachte gerade, habe ich hier doch englische Karten drin? Die Attack heißt einfach Hack. Wie umarmen. Weil Hook ist kein deutsches Wort, oder? Hack. Die heißt einfach Hack auf der deutschen Karte. Vielleicht eine Error-Karte? Fragezeichen. Elektrokugel. Piekser und Synchronfedern kann die. Snubbull ist die Reverse. Puppins. Oh, wir haben 2 Reverse-Slots. Oder habe ich hier ein Error-Pack? 2 Reverse-Slots? Und ein Riffex. Ist normal, okay. Ist das erst ab dem Set? Weil ich kann mich gerade nicht daran erinnern, dass bei Karmesin und Purpur, dass da auch 2 Reverse-Karten drin waren. Oder war das schon so?
Ich meine, habe ich ein paar Displays aufgemacht. Ich glaube, das hätte ich ja wohl im Kopf behalten. Oder ist das erst ab diesem Set? Ist denn bei den ersten zwei Sets auch so okay? Dann kann ich mich nicht dran erinnern. Ah, doch. Da war ja immer eine Reverse und diese neuen, was vorher Trainer Gallery war. Wie heißen die denn jetzt nochmal? Art Gallery oder so? Stimmt, das war doch so. Da hast du dann manchmal, wenn du Glück hattest, eine dieser Karten drin. Soll ich dir die Preise reinschreiben? Sehr gerne, Kirst. Wenn dann hier ein paar, also wenn wir hier ein paar Bänger haben, schreib gern Preise rein. Raffel, Mebrana, Zigzags, Schlickdri, Dickdri, aber im Wasser, deswegen ist es Schlickdri. Geradax, Zapladin oder Zapladin und Lipumentas. Aber das sind die normalen Holos. Die ganz früher ganz besonders waren, weil du ein Holo-Bild hattest im Rahmen. Das sind jetzt leider die Trash-Karten mittlerweile. Weil du natürlich die V-Stars und Old Arts haben willst. Die können leider nichts. 2 Cent, ja gut. Also bei denen, also wenn du willst, kannst du natürlich schreiben, Curse, ne? Aber ich weiß ja, die normalen Holos, die sind leider nie auch nur ansatzweise was wert. Hast du noch ein Pack von der ersten Gen? Ich habe das komplette Sealed Display Set von Wizards of the Coast. Ich habe jede Box, die es gibt, auf Englisch sealed. Liegen alle im Bankschließfach. Sogar jede einzelne First Edition bis auf das Base Set. Das habe ich auf Deutsch in First Edition, im Englisch aber nur Unlimited. Oh, habe ich den Kartentrick jetzt gemacht? Nee, habe ich nicht. Da muss ja eine Energiekarte vorne sein. Was hältst du von der neuen Generation? Nach Schwarz-Weiß war ich draußen. Ich finde, wir haben sehr viele schöne Artworks. Ich dachte auch erst, dass ich ein Hater sein würde von den silbernen Rand. Die haben ja keinen gelben Rand mehr, die Karten. Ich finde es optisch aber trotzdem stimmig. Also ich war wahrscheinlich so 2003, 2004 raus. Als Skyridge Expedition und Aquapolis kam. Das war die Zeit, wo ich da noch ein paar Karten von hatte. Danach war ich voll raus. Und jetzt erst seit 2017 wieder mehr drin. Aber ich finde, dass auch hier bei den aktuellen Sets immer einige sehr, sehr coole Artworks dabei sind. Ich mochte zum Beispiel bei Vivid Voltage, dass du hier diese Amazing Rares hattest. Das fand ich sehr cool. Ist natürlich was anderes als früher die alten Karten. Die finde ich trotzdem noch cooler, weil es halt Kindheit ist und Nostalgie. Guck mal, hier 3 Packs, 2x Riffex Holo. Aber ich finde die neuen Karten trotzdem cool. Dankeschön, haben wir auch live. Und ich war damals echt ein Monster-Hater von Expedition und Aquapolis, weil das für mich keine Pokémon-Karten mehr waren, weil die ja diesen Scan-Code an der Seite hatten für den Game Boy Advance war das, glaube ich. Da konntest du die Karte ja durchziehen und hast die dann in-game bekommen oder so. Ich weiß es nicht. Aber das war für mich, das hat mich so getiltet als Kind, weil für mich war klar, Pokémon-Karte muss immer den gleichen gelben Rand haben, dass ich gesagt habe, Alter, fick dich, da bin ich raus. Und dann habe ich angefangen, Yu-Gi-Oh! Zu sammeln ein bisschen. Hanti, ich war gestern Nacht in Köln, bin ab morgen wieder auf der Gamescom. Heute habe ich keinen Termin. Und da ich eigentlich innerhalb von einem Tag alles gesehen habe, was es ist jetzt einfach Art Gallery? Früher war das ja Trainer Gallery in dem Slot. Ist das richtig, Art Gallery, was ich eben gesagt habe? Oder wie heißen die nochmal genau? Die finde ich cool. 5 Euro? Hm. Weiß nicht, ob das schon gut genug ist für eine Giveaway-Karte zum Einschicken zu PSA. Aber ist zumindest der erste coole Hit. Und dahinter haben wir noch ein langweiliges Delfinator. So, dann machen wir hier eine Reihe mit den coolen Karten. Tauboga. Weiß keiner, wie die heißen? Ich würde gerne wissen, wie die heißen. Weil die sind ja über dem Set. Illustration Rare, okay. Illustration Rare. Ich hoffe, ich kann mir das merken. So, hier. Aus dem Glurak-Pack. Übrigens, ich weiß nicht, ob Kilian noch zuguckt, aber ich habe dir wieder ein Paket gepackt, Kilian. Geht heute Abend wieder zur Post.
Oh, ich muss ja noch mehr Pakete packen. Wir haben ja heute auch ein paar Giveaway-Karten bei den PSA Returns, fällt mir gerade ein. Da muss ich ja noch mehr Pakete packen nachher. Togepi. Oh, das ist auch cute. Wieso zeigst du mal die Codes? Weil die vielleicht einer von euch aktivieren möchte, weil ich sie selbst nicht aktiviere. Fürs Online-TCG. Kamerupt. Huch. Lapras. Branawatz. Skoppel. Bojelin und Darkrai. Normale Holo. Also so ein Despota würde ich aber auch nehmen. Sichlor. Meltan. Die dritte Entwicklung, oder ist es die zweite? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall die höchste Entwicklung von Meltan. Nimmt mich in Pokémon Go in den Trainerkämpfen so dermaßen hops. Ich muss das auch endlich mal entwickeln. Habe ich schon überlegt, ob ich das als Freund reinmache. Ich werde so genommen von diesem Drecksding. Ich werde übrigens bald auch mal wieder meine Pokémon Go Freundesliste aufräumen. Wenn ihr mich bei Pokémon Go als Freund habt, ich habe jetzt entschieden, eine Woche lang keine Geschenke zu verschicken und keine aufzumachen. Und Leute, die innerhalb dieser einen Woche mir nichts schicken oder nichts aufmachen, lösche ich von meiner Pokémon Go Freundesliste, um wieder mehr Platz für neue Leute zu machen. Haltet mal ein Auge offen auf Twitter. Da werde ich nächste Woche nach der Gamescom meinen Pokémon Go Freundescode nochmal schicken. Togepi Reverse, cool. Und ein Pixie EX. Da geht der Holo-Effekt über das Pokémon drüber. Weiß ich aber auch, die sind leider nicht so viel wert, die Dinger. Ist das eigentlich richtig so? Hast du keine Angst, die Holos vom Wert her zu beschädigen bei den Temperaturen? Was soll denn da passieren? Also wir sind ja hier nicht auf der Marsoberfläche oder im Vulkan. Ich bin hier gerade im Keller. Also bei 40 Grad geht eine Pokémon-Karte ja nicht kaputt. Außerdem bin ich hier gerade im Keller und hier sind 21, 22 Grad drin. Also glaubst du auch nicht, dass das, wenn du Pokémon-Karten bestellst online und die werden dir nach Hause geschickt, dass die in dem DHL-Truck oder im DPD-Truck hinten eine Kühlung drin haben und die tiefgefroren geliefert werden? Bist du mal in so einen DPD-Truck hinten reingerannt im Sommer? Also da haben die das Schlimmste hinter sich, würde ich sagen. Hab gerade bei Cardmarket geschaut. Ist die Money-Karte, das Glurak, das ich bekommen habe? Drück dir die Daumen, dass du es auch ziehst. Dann GZ, ey. Die kannst du auch graden lassen, die Karte. Die ist halt insane, die Glurak. Dankeschön, Thomas. Glutexo. Oh, Glutexo und dann Glurak, das wär's doch jetzt, oder? Dratini. Cool. Togekiss, auch absolut MVP bei Pokémon Go. So ein Tank und verteilt aber auch gut Schaden. Togekiss nehme ich auch immer sehr, sehr gerne für die Fights. Was kostet die? Ja, vielleicht kann mal einer reinschreiben, wie teuer die denn ist. Die Glurak-Money-Karte auf Englisch und Deutsch. Also wenn ich die hier ziehe, die wird auch sofort zu PSA gehen. Die würde ich in einem Case haben wollen. $90 in etwa. Das ist... aber ungegradet 90, ne? Das ist schon ordentlich. Petsneef. Spoink. Wolverock. Voluminas. Schlickter. Hunduster. Und die Karte hier hinter wölbt sich sehr. Da sieht man es so ein bisschen.
Das heißt viel Holo. Viel, viel Holo hat die. Sagaria. Trainer Holo. Hast du dir die Worlds von Pokémon angeguckt? Habe ich nicht, ne. Habe ich nicht angeguckt. Jetzt auf der Gamescom ist aber nichts Richtung Pokémon, oder? Ne, ich glaube Nintendo ist ja... Oder ist Nintendo dieses Jahr da? Die waren letztes Jahr nicht da. Ich weiß gerade gar nicht, ob die dieses Jahr da sind oder nicht. Nintendo sollte da sein, soweit ich weiß, okay. Dann kannst du am Wochenende ja gar nicht das globale Go-Fest spielen. Verstehe ich nicht. Hätte ich das Worlds schauen müssen mit irgendwie einer Verknüpfung, damit ich das spielen kann? Oder meinst du, ich kann es nicht spielen, weil ich auf der Gamescom bin? Auf der Gamescom kann ich Pokémon Go spielen. Da sind einige Pokéstops sogar. Also nicht mega viele, aber da sind Pokéstops. Gravel. Flunkiefer. Dr. Pepper. Guter Reminder, auch mal einen Schluck trinken. Prost. Nein, weil du in Köln bist und Termine hast. Die Termine, die ich habe, die gehen jeweils nur 2 Stunden. Aber hau da gerne mal ein paar Infos zu in den Chat. Ich hätte es nicht gewusst, Opa. Ich habe mit Franzi, was? Back to back? Ich habe mit Franzi den letzten Pokémon Community Day mitgespielt. GoFest. Hätte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass das ist am Wochenende. Gib mir da, schreib mal gerne ein paar Infos rein, was es da zu fangen gibt, was da genau abgeht. Ich glaube, ich habe letztens mal geschaut. Ich hatte 2021 habe ich das GoFest mitgespielt, aber ich habe mittlerweile wieder vergessen, was das genau ist. Ich weiß, dass es da fette Raids gibt, das weiß ich, aber was geht da sonst noch? Ist das überall? Ist das nur in bestimmten Städten? Ich weiß, in Dortmund war ja mal sowas. Sagt da gerne mal Bescheid, auch von wann bis wann das ist, weil Franzi ist gerade auch mit mir fett im Pokémon Go Grind. Dann können wir da mal ein bisschen hustlen auf der Gamescom. Dankeschön, Lars, für die 4 Jahre. Geht's jetzt zum goldenen Schweinchen? 26. bis 27. Was ist das? Samstag, Sonntag? Muss ja. Ach, da haben wir schon mal drüber gesprochen, dass man da so ein Ticket für 15 Euro holen muss. Da hast du die erhöhte Shiny-Chance für viele Pokémon. Ja, 15 Euro ist schon frech, ne? Das ist eine fucking CSGO-Operation, wo du aber die Kohle durch die Drops wieder reinbekommst. Also, habe ich nur eine erhöhte Shiny-Chance oder habe ich durch diesen Pass irgendwas, was ich durchs Free-Spielen nicht bekomme? Shinies sind mir eigentlich egal, aber was sind noch Vorteile, wenn ich da shoppe für 15 Euro? Ermutigender Brief? Petsneef? Und ein Victini EX. Ey, der Autofokus von dem älteren iPhone ist echt viel besser als von dem hier. Finde ich gerade echt wild. Vor allem ist der viel schneller bei dem 11er. Im Vergleich zu dem hier. Zumindest hier in der AppleCam Software. Es gibt mega Rayquaza und jede Menge Shinies. Mit dem Ticket gibt es 9 Pässe gratis. Mega Diancie, Dionce gibt es ebenfalls. Das ist hauptsächlich für die Shinies. Aber Shinies, das heißt die normalen Pokémon, die spawnen, hat man eine erhöhte Shiny-Chance oder wenn man halt so einen Raid macht? Die normalen, die spawnen. Aber spawnen dann auch besonders coole oder nur der Standard-Shit? Weil wenn wirklich nur diese Standard-Pokémon spawnen und nichts Besonderes spawnt, dann ist mir das egal, ob ich die eine Shiny habe oder nicht. Aber vielleicht nehme ich es auch mal mit. Ah, vielleicht. Vielleicht probiere ich es mal aus und kann nachher entscheiden, ob das worth it. Franzi spielt normal, ich butter da mal die 15 Euro rein und dann vergleichen wir mal am Ende, wie viel mehr ich tatsächlich gefangen habe. Taubsi. Und Voltolos.
Danke, Apo Thomas. Aber Samstag und Sonntag war richtig, ne? Das heißt, wenn ich den Samstag hier bin und streame, lohnt es sich eh nicht. Wenn ich den Samstag auf der Gamescom bin, wo ich wirklich viele rumlaufe, wird es sich sogar lohnen. Ich glaube, ich würde es davon abhängig machen. Die letzten Jahre gab es dann auch ein bis zwei Viecher, die man eine Zeit lang exklusiv nur fangen konnte mit dem Ticket vom GoFest, okay? Ja, okay, aber gute Info. Behalte ich mir mal im Hinterkopf. Sonntag sind eher die Raids im Vordergrund. Das ist sogar besser, weil ich glaube, auf der Gamescom gibt es auch einige Arenen. Und da werden ja auch einige Pokémon Go grinden. Dann kann ich zusammen mit Franzi vielleicht auch mal ein paar Level 5er Raids machen, die wir zu zweit halt nie schaffen würden. Sichlor Reverse, cool. Frigometri und nochmal Togekiss. Einige Holo-Duplikets aber hier. Ja, bisher ist es ein schwaches Display, ja. Aber lieber so rum als andersrum. Ich habe lieber am Ende die fetten Hits, als die sofort zu haben. Und du weißt, am Ende es kommen die letzten 10 Packs nichts mehr. Ich gehe nur zur Gamescom, um Orange Morange aufs Maul zu hauen und freue mich auf Sonntag. Ich glaube nicht, dass die sich nochmal auf die Gamescom trauen, Waldi, aber... Viel Erfolg. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Ich möchte natürlich an der Stelle auch mich von jeglicher Gewalt distanzieren. Geweiher. Rechender Boxieb. Panzer-Aeron, Psyana, Bammelin, Knatox, Karte wölbt sich wieder sehr, eventuell eine Trainer-Karte, Xerox. Also ich freue mich aber auch eigentlich auf die Gamescom. So, das Ding ist halt, komplette drei Tage, wüsste ich nicht, was ich da machen soll. Aber Armin ist halt da, Franzi ist da, Kevin ist da, Patrick ist da. Jetzt am Freitag gehen wir nach der Gamescom lecker koreanisch essen, das wird geil. Ich habe da ja auch ein paar Termine, ich treffe mich mit Dalu da auch. Also das sind so, gehe halt eigentlich auch eher wegen der Leute dann noch hin. An den Ständen, da gucke ich halt mal hin, aber ich würde mich nirgends irgendwie anstellen oder so. Um mich halt die Leute zu treffen, da ein bisschen rumzugammeln, abends dann lecker was essen zu gehen. Aber deswegen schaue ich halt am Samstag spontan, ob ich nochmal gehe. Nochmal Delfinado. Ey, jetzt haben wir Reflex zweimal, Lepumentas zweimal, Togekiss zweimal und Delfinado auch zweimal. Etondo, eigentlich mache ich immer öfters englische Karten auf. Ich habe das Display auch nochmal auf Englisch. Also in der Regel mache ich eher englische Karten auf. Ich habe kein Bild mit Gronkh gemacht, nee. Ich habe den da gesehen, aber sind so viele Leute rumgerannt, die Fotos mit dem machen wollten. Ich wollte ihm dann nicht auf den Sack gehen. Franzi hat da nochmal ein Foto gemacht. Ich wollte dann aber nicht nochmal extra hingehen, aber ja, das war halt gestern eher so Business- und Branchenmeeting da bei Asus. Aber der musste so viele Fotos machen, Gronkh. Da wollte ich dem halt nicht auch noch auf den Sack gehen. Pi. Wampitz. Darkrai haben wir auch schon gehabt. Gibt es in dem Set nicht viele Holos oder habe ich gerade einfach nur Pech? Wir haben hier, wie viele, irgendwie 12 Holos legen und 4 Stück davon haben wir doppelt.
Dankeschön, Flopit, für die 21 Monate. Die Matte, die ist handgemacht, ja. Ich habe leider vergessen, wie der Instagram-Nutzername war. Kann ich dir gerade leider nicht sagen. Haben wir einen Befehl, Ausrufezeichen, Matte? Das hat ein Zuschauer von Dalo und mir gemacht. Die ist aus Echtleder und der hat auch ein Video dazu gemacht, wie der die macht. Der hat dann so einen, ich glaube, leicht erhitzten, wie so ein Meißel oder so ein Hammer und der klopft das dann da rein. Ich habe aber leider nicht mehr im Kopf, wie der Nutzername war, leider. Muss man drüber nachdenken. Mir liegt es auf der Zunge. Ich komme gerade leider nicht drauf. Genau, und wir haben uns dann gewünscht, was drauf soll. Ich habe ein Relaxo, ein Glurak und ein Onyx. Und meinen Namen drauf. Und Dalu hat, glaube ich, auch von Yu-Gi-Oh! Noch ein bisschen was und so. Create. Irgendwas mit Create auf Instagram. Wenn du auf mein Instagram gehst und guckst, wem ich folge, müsste das da kommen. C-R-E-A oder C-R-E-8. Irgendwas mit Create war der Name. Wir haben die jetzt auch schon 3 Jahre, deswegen, und ich habe ihn, glaube ich, auch lange nicht im Chat gesehen, deswegen fällt es mir gar nicht an. Aber irgendwas mit Create. Creation Design oder irgendwas in die Richtung war das. Tenterra? Ne, Lepumentas. Dreimal. Dreimal Lepumentas Holo aus einer Box. Also bisher ist das aber eher vom Luck her One Piece Opening. Also wir haben einen Tauboga gefangen. Illustration Rare. Aber ansonsten ist das ja, also wir katastrophal schlecht bis hierhin. Ich habe 10-mal Entei Holo gezogen, bis das Glurak kam. Ja, ich meine, die letzten Male war es halt echt immer Last Pack Magic bei mir, deswegen. Wir haben jetzt ungefähr die halbe Box geöffnet. Glumanda, ja. Reverse Glumanda. Oh, da sind wir doch endlich mal. Knattertox EX. Da haben wir doch mal was Gutes. Ist das eine Alternate Artwork? Die ist auf jeden Fall über dem Set hier unten. Boah, die fokussiert echt viel schlechter. 224 von 197. Ich kann echt nicht so nah rangehen wie mit dem iPhone 11. Das ist echt wild. Ein bisschen doof nachher für die PSA Returns, weil ich euch dann gar nicht so gut die Kanten zeigen kann. Ich kann nicht so nah ran wie mit dem iPhone 11. Da kann ich so nah dran gehen und der fokussiert. Hier nicht. Hier Schluss. Oder warte mal, ich probiere mal was anderes. Was ist denn, wenn ich hier in den 2,5er Zoom gehe? Oh, war ja leider auch nicht besser, ne? Muss mal kurz Bild ändern, Mom. Das ist ärgerlich. Müssen wir es gleich irgendwie so machen. Wo ist denn unser Chatter mit dem Preischeck? Was kriegt man für eine Knattertox EX? Du musst am iPhone den Makro-Modus aktivieren. Wir sind hier halt nicht in der normalen Kamera-App, ne? Wir sind bei der Epoch-Cam drin. Und dahinter hatten wir nochmal eine Sagaria. Und bei der Epoch-Cam-App kannst du halt 0,5er, 1 oder mal 2,5 machen. 5 Euro, okay. Aber bisher die coolste. Die könnte man auch mal auf den Stapel legen. Vielleicht heute auch zu PSA als Giveaway-Karte. Packen wir mal dazu. Und soweit ich sehe, kannst du hier ansonsten nichts einstellen Richtung Makro oder so. Ah genau, Creation Create. Ja, da haben wir es doch. Okay.
Erste ganz coole Karte. Komm, ist das gerade das iPhone 12 Pro Max. Und ansonsten mache ich die Streams hier für TCG mit dem iPhone 11 Pro Max. Das habe ich aber auf der in meinem Rucksack im Gamescom-Hotel liegen lassen. Deswegen muss ich jetzt mein Main-Handy, das neuere, eigentlich verwenden. Aber hier funktioniert der Autofokus komischerweise in der App deutlich schlechter als das 11er. Normie Finn. Rüpel von Teamstar. Altaria. Flunkiefer. Molunk. Oh! Es ist nicht die weiße. Es ist nicht die weiße. Aber wir haben ein fucking Glurak. Das ist nicht die geilste Version, aber so wie sie aussieht, wahrscheinlich die zweitbeste Version. 35, let's go! Das ist zumindest das Glurak. Normalerweise wäre es auf der weißen Karte, wenn du die ganz dick willst. Ist die oben kaputt? Nee, oder? Oh mein heiliger Motherfucker. Die ist gefickt. Die ist echt gefickt. Die ist balls deep geschaftet worden. Armin hat seinen kleinen Lulli in das Pack reingeschoben. Wie geht das? Das ist ja eine Frechheit. Das ist wirklich umgeklappt hier oben. Ich versuch's mit dem Fingernagel zu fixen. Es ist echt es ist wirklich umgeklappt. Das ist nicht euer Ernst. Da ziehe ich eine fette Karte und die erste überhaupt, wo ich das jemals hatte, ist das hier oben einfach umgeklappt. Guckt euch diese Pisse an. Mann, Alter. Das ist doch nicht wahr. Ey, die eine Karte, diese eine, die eine. Warum denn nicht hier meine fünfte Drecks-Reflex-Karte? Ich ziehe einen Glurak und es ist Ballsdeep geschaftet worden. Ey. Trotzdem zu PSA, oder? Was macht PSA mit so einer Karte? Die ansonsten perfekt ist. Sogar Centering ist okay. Fuck, die Edges, die Corners und so sind auch nicht schlecht. Alter, du kannst es. Könnt ihr das sehen von oben? Ja, ne? Da, wie das absteht? Alter, das ist doch echt nicht wahr. Was habe ich denn für ein Scheißpech? Selbst wenn du es dran drückst, siehst du trotzdem fett den Knick. Ey, so ein Dreck. Die schicke ich trotzdem zu PSA. Ich will wissen, was das gibt. Also selbst wenn es hier im Pack ist und ich ziehe das ganz straff, dass es anliegt, sieht man das. Du siehst es halt einfach trotzdem. Die eine Karte von allen, die hier drin sind, ausgerechnet die ist so massiv beschädigt. Was ist denn das? Mann, Alter. Die werden wir trotzdem zu PSA schicken. Ich bin super gespannt, was das für eine Note wird. Lag an der Hitze, ja, war zu heiß hier im Keller. Ja, das wird sein. Hat sich angefangen zu pellen. War Sonnenbrand hier im Keller. Die schicken wir trotzdem zu PSA ein und gucken, was PSA dafür gibt. Wir machen nachher PSA-Send-Offs und dann können wir ja... wir haben das Dokument noch. Ich weiß nicht, ob du noch gleich die ganze Zeit da bist, Gomez. Ich habe auf jeden Fall das Dokument, weil ich bräuchte dann wieder einen, der einträgt. Name der Karte und was wir glauben, was sie gibt. Quatschen wir gleich drüber, wenn wir PSA-Send-Offs machen, was wir glauben, was sie werden könnte. Dom ist auch da. Nice. Mann, ey. Habe ich jetzt noch eine Chance auf das fette Glurak? Ey, ich kann es nicht fassen. Ich jede andere hätte es erwischen können. Ausgerechnet das fucking Glurak, ey, Mann. Und dann ist es halt auch nicht einfach nur ein weißer Speck. Und es ist nicht auf der Rückseite, es ist auf der Frontseite und springt dir sofort ins Gesicht. Im ersten Moment dachte ich, dass das vielleicht zum Artwork gehört. Es gibt ja dann welche, die so einen anderen Rand noch haben. Mann, ich bin gebrochen. Ich sag's so, wie es ist. Ich bin gebrochen gerade. Das ist doch nicht wahr. Entei. So, jetzt kriegen wir noch 5 Enteis hinterher. Dankeschön, Teebeutel. Ich bin wirklich cursed.
Ich glaube, wir hätten heute kein One Piece aufmachen dürfen vorher. Ich habe direkt gesagt, One Piece haben wir kein Glück. Und das überträgt sich jetzt. Zweitbeste Karte im Set. Und die ist am Arsch. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir die heute überhaupt ziehen, ne? Und dann passiert das. Mann, ey. Vielleicht übersieht PSA ja das. PSA hat ja auch schon so viel Kacke gemacht bei mir. Vielleicht drückt PSA ein Auge zu und das ist eine 10. Wir gucken einfach mal. Oh, Mann. Stell dir mal vor, ich ziehe jetzt noch das geilste Glurak. Das wäre es jetzt. Und dann ist einfach eine halbe Karte. Rutscht hier gleich so raus. Das ist das halbe Glurak. Das Krasse. Knatox. Und nochmal Sagaria dahinter. Ein Knatox Illustration Rare. Immerhin. Jetzt haben wir Tauboga Illustration Rare, Knatox Illustration Rare, Knatatox EX und das Glurak. Centering vom Glurak, ja, ist fairerweise auch nicht so gut, ja. Unten ist deutlich breiter als oben. Also eine 10 wäre es wahrscheinlich wegen dem Centering schon nicht geworden. Rückseite war auch nicht so geil gecentert. Aber das Ding da oben, das wird nochmal einige Noten abziehen, leider. Immerhin nochmal ein cooles Evoli. Etta. Soll kurz bei WhatsApp gucken. Wieder Nachrichten. Gwen hat gerade geschrieben, dass ihre Mom sie angerufen hätte, dass Gwen jemanden totgefahren habe und die Kaution 120 Euro kostet und die Mutter sofort zahlen soll. Okay. Tanpinion. Tohaido. Tauboss EX. Man, immerhin sieht das ganz cool aus. Wir haben Tauboga, wir haben Tauboss EX, wir haben Knatox, wir haben Knatatox EX. Immerhin haben wir da eine ganz coole Streak. Dankeschön, Dinkelberg. 12,50 Euro. Falsches Artwork, 6 Euro. Ja. Ja. Ist nicht great, aber ist okay. Mein hinten rauskommen, immerhin kommen noch mal ein paar Sachen. Nochmal Etta. Wuffels. Schlickda. Bisofunk. Gravel. Gladimperio. Nochmal Bisofunk. Reverse. Da klebt irgendwas drauf. Alter, was ist das? Seht ihr hier unten an dem Kopf? Das da. Da so ein Dreieck. Kann man das von der Seite vielleicht sehen? Da, seht ihr da, dass da was draufklebt? Hier? Wo ist es hin? Das klebt an meinem Finger. Hier. Hä, das klebt total. Das klebt da auf der Karte. Das ist der Rand von einer der Pokémon-Karten. Wenn die rausgecuttet werden. Ich habe einfach eine Ecke von einer Pokémon-Karte auf meiner Karte drauf gehabt noch. Schlickdri. Nochmal Togekiss. Direkt zu PSA. Ich sag, das war ein Miscut. Das war in meinem Holo-Slot. Ich hatte keine Holo-Karte drin. Ich hatte einfach nur die Ecke von der Pokémon-Karte. Ob die graden können.
Save von Glurak. Ne, beim Glurak fehlt nichts. Das ist halt. Die Layer ist halt umgeknickt. Paragoni. Vulpix. Togetic. Ramath. Mortibot. Paldea Felino. Bronzel. Spherox. Hä? Hä? Da fehlt einfach eine Reverse. So, also wirklich. Was ist hier los? Die ist nicht Reverse. Da ist eine Reverse drin und eine Holo. Hier fehlt eine fucking Karte. Ich werde gescammt. Ich werde absolut von vorne bis hinten beschissen. Die nehmen mir eine Karte raus. Die machen meinen Glurak kaputt. Also wäre ich. Danke, Julinski. So, jetzt gönnen aber. Jetzt hier so ein Godpack einfach mal. Gibt's eigentlich gar nicht im Deutschen. Jetzt ein Godpack, alles Solo. Magnetilo, Lavitar, Evoli, Amphira, Schlickdri, Kangama, Voluminas, Rotomurf und ein Voltolos. Felino ist Reverse. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht Reverse Holo ist. Können wir nochmal gucken. Soll das Holo sein? So, das ist ganz klar Holo. Also wenn die einen Holo-Effekt hat, sehe ich da nichts. Doch, die scheint... Oh doch, die ist tatsächlich Reverse. Du siehst es aber kaum. Die ist Reverse Holo, Alter. Da brauchst du den perfekten 37,5 Grad Lichteinfall, um überhaupt zu erkennen, dass sie Reverse ist. Junge. Wenn ich mich mit Sonnencreme einschmier, hat meine Haut mehr Holo-Effekt als diese Karte. So eine Pisse, ey. Oh. Potrot. Cesurio. Magneton. Schallquapp. Geradax. Moment, nochmal kurz bei WhatsApp gucken. Lavitar Reverse, Hutsasa und Reflex. Muss mal kurz was schreiben. Wir haben noch 8 Packs ungefähr. Das Glurak wurde gezogen, aber hat eine massive Beschädigung. Mothak, ja. Das ist die einzige Karte von allen, die beschädigt ist und die gleich massiv. Also ich werde hier mega getrollt, leider. Basisenergie. Und da hatte ich auf einer Karte einfach eine abgeschnittene Karte noch mit drin. Cesurio. Magneton. Schallquapp. Fragrunz. Ermutigender Brief. Den bräuchte ich jetzt mal. Da soll einfach drinstehen, du ziehst das fette Glurak auch noch hinterher. Lepumentas. Das achte. Braucht jemand noch ein Lepumentas? Will jemand tauschen auf der Gamescom? Ich habe 8 Stück ungefähr davon.
Aus einer Box. Die erst zu drei Vierteln aufgemacht wurde. Ein Froxy. Ten Terra. Wohl Nona. Cooles Artwork. Dictri. Spoink. 6-6. Und? Ich glaube, wir haben noch mal was. Ein Miraidon EX. Pixie EX. Victini EX. Miraidon EX. Dann gehst du aber noch mal rein in das Set. Ja, ich habe noch ein Display. Ich glaube, mein zweites Display ist auf Englisch. Also wenn das jetzt alles bleiben sollte, was hier liegt, aber wir haben noch ein paar Packs, dann gehen wir da auf jeden Fall noch mal rein. Also so oder so, ich werde eh noch. Das zweite werde ich auf jeden Fall auch aufmachen. Wir haben noch ein paar Packs, aber dass das Glurak so scuffed ist, ist echt ein dicker Bummer. Nachtara, cool. Und Duster. Kamaup. Das Hunduster ist scheinbar wieder Reverse. Otis. 219 von 197. Ein Trainer. Eine Trainer Full Art, glaube ich sogar. Nehmen wir mit. Dankeschön, Elgix. 2 Euro ist die wert. Davon kann ich mir ein bisschen Putterfix für mein Glurak kaufen vielleicht. Bin ich mehr so im TCG drin, ist das, sind das die neuesten Packs? Das ist das neueste Set, ja. Karmesin und Purpur ist ein paar Wochen erst draußen. Toxel, Knabon, Flampivian, Bisbark, Amphizel, nochmal Jorglyph, Dictri und das fünfte Darkrai. Scanner, PSA graded mittlerweile deutsche Karten, ja. Früher war es ja immer nur Basehead, mittlerweile, soweit ich weiß, und da bin ich mir relativ sicher, alles was deutsch ist auch. Ist halt Free Money für die auch. Fournifras. Das ist eins von Dalus Lieblings-Pokémon. Ladiantri. Patrouillenkappe. Fuyal. Evoli. Blip. Und noch ein Darkrai. Also auch dieses Glurak hier werde ich einschicken. Auch wenn es so aussieht, wie es aussieht, aber die hätte ich gerne im Case und ich würde gerne wissen, wie die aussieht. Tekia, soweit ich weiß, bieten die das nach wie vor an halt, ne? Also, ich glaube, kann man dort nach wie vor auch noch machen. Warum hast du so Glück mit Darkrai? Ich habe 2 Top-Trainer-Boxen von Astralglanz aufgemacht und keinen Darkrai. Generell, glaube ich, habe ich jede Holo hier jetzt mehrfach doppelt. Also Riffhex habe ich bestimmt 4-mal. Die Sagaria-Trainer habe ich einige Male. Gefühlt gibt es hier scheinbar nicht viele Holos in dem Set. Also ich habe jede mittlerweile, ich glaube, ich habe fast jede doppelt. Sonnfell. Olini. Oh, cool. Ein Hunduster mit ganz vielen Baby-Hunduster. Die finde ich cool. Und nochmal ein Delfinator.
2 Euro nur, echt? Die finde ich aber tatsächlich optisch ziemlich cool. So, aber haben wir da noch einen fetten vielleicht? Ich glaube, wahrscheinlich ist das Glurak EX, war wahrscheinlich unser Monster-Hit hier. Ich weiß nicht, ob da noch was kommen kann. 4 oder 5 Packs haben wir noch. Calamanero und nochmal ein Voltolos. Mann, das ärgert mich echt mega mit dem Glurak. Da gibt es mal wieder eine neue geile Glurak-Karte. Ich ziehe einen Glurak mit einem goldenen Hintergrund noch und die ist einfach am Arsch. Vor allem, wenn du hier siehst, Alter, ich habe 5-mal Voltolos, Riffex oder Sagaria. Warum hätte es nicht eine von denen erwischen können? Pappens. Cooles Lapras auch. Was ist denn kaputt an der Eimen? Ich glaube, wir haben auch einen Clip, aber... Siehst du da oben? Über dem A? Ist immer ein bisschen schwer zu fokussieren, aber die obere Ebene hier ist einfach umgeklappt. Das ist die einzige Karte aus dem ganzen Set, bei der das passiert ist. Raffel, ein Absol EX. Absol. Wird wahrscheinlich auch kaum 5 Euro wert sein, oder? Okay, vorletztes Pack. Despotar ist vorne drauf. Einen Euro ist sie wert. Stabil. So, vorletzte Chance, hier noch was zu ziehen. Wolverock. Voluminas. Rächender Boxhieb. Arboretos. Flampion. Entei. 8 Absol ist ein Döner, ja. Das Glurak hätte gut 7 Döner wert sein können. Jetzt kriege ich, ich weiß nicht, ob mir ein Dönermann dafür einen Döner gibt. So wie die aussieht. Boah, ich habe so Bock auf Döner heute, ey. Heute ist mein Papa zu Hause. Meine Mom muss heute lang arbeiten. Vielleicht frage ich meinen Dad mal, ob wir einen Döner holen gehen. Oh ja, heute so ein Döner, ey. So, es ist das letzte Pack. Letzte Pack, letzte Chance. Dass das hier nochmal gut endet. Ruf. Fatality. Und wir ziehen tatsächlich nochmal einen Glurak. Na komm. Nicht das, was wir haben wollen. Aber es ist tatsächlich nochmal ein Glurak. Aus dem allerletzten Pack. Leider die gleiche schlechte Zentrierung, top to bottom, wie die andere. 20 Euro, sagt Gomez. Und die auf den ersten Blick von der Vorderseite erstmal nicht bad. Nö, eigentlich ist sie nur auf Center, auch auf der Rückseite. Sieht man, glaube ich, ne? Oben, unten. Ansonsten die Edges und Corners, da müssen wir jetzt glauben. Wie gesagt, ich kann heute leider nicht ganz so nah dran. Wobei, es geht sogar eigentlich. Sonst ist sie clean. Dann würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall 2 Karten, die heute noch mit zu PSA gehen. Meint er, ich soll noch eine andere mitschicken? Ich könnte halt noch eine raussuchen für ein Giveaway.
Es wäre echt eine geile Box gewesen, ne? Wenn die nicht down wäre, die erste Glurak, wäre es am Ende doch eine echt coole Box gewesen. Das wären die anderen vier, die in Frage kämen. Welche würdet ihr davon am coolsten finden für ein Giveaway? In einem PSA-Case. Tauboga für das Retro-Fin. Ich glaube so von den Artworks her, ne? So typisches Pokémon-Artwork, mehr oder weniger. Auch recht typisch, die auch. Das Tauboga ist halt cool. Die sticht halt mehr raus. Route 4 zusätze ich auch noch drauf. Aber sagt ihr auch relativ eindeutig Tauboga. Die ist zwar nicht so viel wert, die kosten nur 5 Euro. Also das Grading ist sehr viel teurer, aber die in einem Case für eine Giveaway-Karte wäre, glaube ich, ganz cool auch. Okay, dann sind wir uns da sehr einig. Dann haben wir immerhin 3 Karten rausgezogen, die heute auch noch zu PSA gehen. Die zweitbeste Karte aus dem Set, Glurak EX Golden. Leider stark beschädigt oben. Glurak EX normal. Trotzdem auch cool. Ich meine, das Glurak ist halt fucking sick da drauf. Und dann gibt es halt noch das Monster Glurak, was wir noch nicht gezogen haben, aber wir haben noch eine zweite Chance. Eigentlich dann am Ende doch eine gute Box, weil zweimal Glurak. Aber nicht das krasseste und das zweitkrasseste leider mit einer heftigen Beschädigung. Okay. Hat aber trotzdem Bock gemacht. Wie gesagt, ich habe auf jeden Fall noch eine zweite Box davon. Das heißt, Glurak wird weiter gejagt bei Obsidian Flammen. Das ist die Box. Hat trotzdem Bock gemacht. Ich bin irgendwie auch, also es ärgert mich massiv, dass es die so erwischt hat. Aber zeitgleich bin ich super gespannt, wie viele Notenabzüge das gibt bei PSA. Wir machen jetzt direkt im Anschluss PSA Returns und Send-Off. An der Stelle aber nochmal vielen lieben Dank an Gate to the Games, die mir dieses Display rumgeschickt haben und auch das zweite, was wir dann demnächst aufmachen werden. Hier seht ihr nochmal Gate to the Games. Schaut da, wie gesagt, gerne vorbei. Ausrufezeichen Gate ist mein Twitch-Command. Auf YouTube habt ihr es in der Videobeschreibung. Könnt 5% sparen, wenn ihr hier shoppen möchtet, mit dem Code Treluxe. Hier gibt es nicht nur Pokémon, ihr habt auch Disney Locana, Magic, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Vixos und ganz viel Sammelkartenzubehör, Sammelalben, Kartenhüllen findet ihr alles hier. Hier gehe ich vielleicht mit Fibo nochmal rein. Oh, meine Maus ist fast leer. Ja, schaut gerne mal vorbei. Vielen Dank an Gate wieder für die schöne Box. Und dann verabschiede ich mich bei den Leuten auf YouTube. Die werden wir bald wieder sehen in den PSA Returns. Und für euch alle auf Twitch, wir machen jetzt PSA. Erst Returns, dann Send-Off. Also wir bleiben beim TCG-Content. Danke für die Leute auf YouTube zum Zusehen, fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!